Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. In den letzten beiden Abschnitten haben wir uns ja damit beschäftigt, Elemente einzufügen und das alles möglichst zu automatisieren. Kommen wir in diesem Abschnitt zu den sonstigen Elementen. Also wir haben ja immer noch so Dinge, die eingefügt werden, wie Formeln, vielleicht auch Quelltexte und so weiter. Und auch die sollte man möglichst automatisch einfügen, beziehungsweise automatisch deren Darstellungsform verwalten. Ich habe hier auch noch mal ganz kurz ein paar Gedanken reingepackt zum Thema, wie sieht eigentlich so grundsätzlich die Seite aus, also Kopf- und Fußzeilen, Fuß- und Endnoten, sodass man im Prinzip dann am Ende mit diesem Abschnitt das Thema, was sind eigentlich für Elemente in dem Dokument und wie sollen die aussehen, abgeschlossen haben. So, kommen wir zu einem beliebten Thema unter Ingenieurinnen und Ingenieuren. Jetzt haben wir für Tabellen und Abbildungen es wunderbar hingekriegt, dass die durchnummeriert sind, aber wir haben ja auch noch Formeln und das ist jetzt so ein Klassiker, ne? Also am Ende müssen Sie sich das eben selber bauen und wenn Sie halt eine Formatvorlage für irgendwas Neues bauen, müssen Sie sich die auch selber bauen. Aber dass Sie Formeln brauchen, ist sehr wahrscheinlich. Und dazu müssen Sie sich einfach einen eigenen Nummernkreis anlegen. Ja? Auch das wieder würde ich relativ am Anfang der Ausarbeitung einfach mal üben, ob das so funktioniert. Was in dem Dokument dann funktioniert, wird am Ende immer noch funktionieren und das spart Ihnen am Ende genau die Zeit, die dann eben nervenaufreibend ist. Nummernkreis funktioniert im Prinzip so, Sie definieren den und jedes Mal, wenn Sie ihn benutzen, wird er um 1 hochgezählt. Ja? Und wenn Sie die Benutzung dann aus dem Text wieder rauslöschen, dann werden die dahinter eben alle wieder um 1 runtergezählt, was dann dazu führt, dass am Ende die Formeln durchnummeriert sind. Das ist schon mal das, was wir wollen. Wie erstelle ich so eine Formel? Einfügen Objekt Formel, das ist sogar im Microsoft Office sind sogar die gleichen Worte. Ja, also im Prinzip ist die Idee, die die haben, ist also ein Formel-Editor, ist irgendwie ein externes Programm. Und das hinterlässt halt Objekte im Text. So. Dann Nummernkreis, einfügen Feldbefehl andere, Variable. Da kann ich eben hier Nummernkreis erzeugen. Ja, und da brauche ich eben einen neuen. Ne? Zum Beispiel kann ich ihn Formel nennen. Ja, und dann wird eben im Prinzip der genauso analog erstellt, wie der, den Sie von Abbildungstabellen haben, also arabische Nummerierung und so weiter. Gut, das heißt also, wir haben im Prinzip jetzt einen Haufen Objekte, die im Text durchnummeriert sind. Da mein dringender Aufruf: A, benutzen Sie die internen Mechanismen, damit diese Nummerierungen automatisch erzeugt werden, also Kapitelüberschriften, Nummerierung, Abbildung, Tabellen, Formeln und so weiter. Zweitens, wenn Sie auf diese Sachen referenzieren, und das werden Sie tun müssen, weil auch eine Formel genau wie eine Abbildung nur Sinn ergibt, wenn sie im Text irgendwo verwendet wird, dann benutzen Sie auch dafür die dafür vorgesehenen internen Mechanismen, sprich einfügen, Querverweis und solche Sachen. Gut, wenn wir dann damit soweit durch sind, dann haben wir noch zwei große Aspekte. Der eine ist der Aspekt Fußnote und Endnote. Ja, also eine Fußnote ist sowas, das kann durchaus sinnvoll sein, wenn man irgendwo noch Informationen loswerden will, aber den Text flüssig lesbar machen will. Da gibt es auch eine schöne Definition aus der Wikipedia, die ich jetzt mal hier reinkopiert habe. Mein Tipp ist, vermeiden Sie Fußzeilen, Fußnoten. Sie haben eine Fußzeile, da steht irgendwie drin, was weiß ich, Ausarbeitung von Jörn Schlingensiepen steht auf meinen, ja, und auf Ihren steht halt Ihr Name. Aber versuchen Sie, möglichst ohne Fußnoten auszukommen. Wenn es nicht anders geht, bauen Sie gern auch eine ein, aber so als Hausnummer ist eigentlich ist es immer schlecht. So, und dann kommen wir zu den Endnoten und bei den Endnoten gilt alles, was für die Fußnoten gilt, nur noch viel, viel schlimmer. Also, ich sage jetzt mal ganz salopp, benutzen Sie keine Endnoten und zwar nie. Ja, also vor allen Dingen, also ich wüsste im Moment auch keine sinnvolle Anmerkung. Also wenn Sie irgendwas haben, wo Sie sagen, das muss am Ende nochmal erklärt werden, ja, dann packen Sie es in den Anhang, spendieren ihm eine Kapitelüberschrift, also so eine Abschnittüberschrift im Anhang und verweisen auf diesen Anhang. Aber so eine Endnote einzubauen, das bringt ja nur durcheinander. Ja? Also Sie haben eine schöne Struktur in Ihrem Dokument, alles, was Sie in diese Struktur einsortiert haben, ist im Dokument referenzierbar über diese Struktur.
Ja, und wenn Sie irgendwas am Ende noch dranhängen wollen, nennen Sie es Anhang und referenzieren auf diese Struktur. Und bei den Fußnoten machen Sie es quasi genauso. Trotzdem kann man sie natürlich einfügen, ne? Also es gibt Knöpfe dafür und dann kann man eben da Text hinterlassen und dann entsprechend so eine Fußnote erzeugen. Auch hier gilt natürlich, wenn Sie die schon brauchen, dann benutzen Sie natürlich die eingebauten Mechanismen, damit die daher vernünftig durchnummeriert sind. Ja, aber gut, das ist klar. Denn eigentlich brauchen wir den Platz an den Rändern der Seite, also oben und unten, für Kopf- und Fußzeilen. Ja, die kann man ganz einfach einfügen, einfügen Kopf- und Fußzeile und dann kann man eben über Feldbefehle definieren, was da zu sehen sein soll. Ja, da kann man sich jetzt auch verschiedene Sachen vorstellen. Sie sehen hier, da gibt es den Kapitelnamen, Kapitelnummer, Kapitel, Name und Nummer. Dann gibt es Seitenzahlen, Uhrzeiten, Statistik, alles, was man eben brauchen kann. Auch hier gilt wieder, nehmen Sie das, was Ihr Betreuer sich wünscht. Ich empfehle Folgendes, dass man die Seite so aufteilt, dass man oberhalb und unterhalb vom Textbereich genug Platz hat, dass man oben auf der aufgeschlagenen Doppelseite ganz links die Kapitelüberschrift immer wiederholt und auf der rechten Seite dann das Unterkapitel und dann eben rechts und links gesetzt die Seitenzahlen. Da gibt es eine Ausnahme von, und zwar eine Seite, wo es eine Kapitelüberschrift gibt. Da empfehle ich, sollte die Kopfzeile komplett leer sein, sodass die Kapitelüberschrift wirkt. Und die Kapitelüberschrift sollte auch auf einer neuen Seite sein, ne? Also es gibt dann eben quasi einen Seitenumbruch auf der letzten Seite und den kann man idealerweise schon in der Formatvorlage vorsehen. Wenn Sie es ganz einheitlich haben wollen, können Sie auch einen Seitenumbruch für eine Doppelseite vorsehen, sodass die Kapitelüberschriften immer rechts stehen. Das ist ganz schön, wenn man dann später durch die Arbeit durchblättert, ja, also so die einmal in der Hand durchschaut, dann sieht man die Kapitelüberschriften immer gleich auf der rechten Seite. Das ist ein ganz nettes Gimmick. Im nächsten Abschnitt kommen wir dann zu dem letzten inhaltlichen Thema zum Erstellen einer Arbeit. Da geht es nochmal um die Literaturlisten bzw. das Literaturverzeichnis und die Literaturdatenbank.